So, und herzlich willkommen zu Part 10 von Let's Play Granny Smith. Ja, die erste 0 ist jetzt dran, sozusagen. Also hinten vorne 0-1 zählt ja nicht. Hinten jetzt bei der 10 angekommen. Ja, nicht schlecht für LP Granny Smith. Und wir kommen zum nächsten Level. Steigen sofort ein, natürlich. Was erwartet man anders? Und spielen das Level Going Up. Irgendwie hochgehen oder so. Also, ich hoffe nicht, dass irgendwie irgendwas... Ihr wisst schon, was gemeint ist. Und ja, ich fahre da... Nein, den hat er vor mir. Ich glaub das nicht. Du, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Du, da fahre ich nicht weiter. Das spiele ich nochmal. Das lasse ich überhaupt nicht auf mir sitzen. So, jetzt gehört er aber mir. Also, so eine Frechheit, du. Dass der sich den dann einfach holt und... Ja gut, der hat jetzt einen kleinen Vorsprung auf mich. So, Vollgas jetzt, Opa. Und der nächste Apfel... Mit Glück... Mit Glück wäre ich jetzt nicht ins Wasser geflogen. Keine Ahnung. Wie soll ich sagen? So, der Apfel gehört wieder mir. Das soll jetzt zukünftig kein Problem sein. Aber das gerade eben, das war ja ein Ding, du. Wie soll ich denn da rankommen? Ach so. Ja. Da ist ja so ein nettes Seil. Ja. Nein! Nein! Fuck you! Ich war so gut, gerade fast mit Glück das Ganze geschafft, aber das... ich muss sagen, das wird anspruchsvoll. Und dieses Spiel beansprucht vor allem Timing. Du musst im richtigen Moment immer loslassen. Das ist... das Spiel beansprucht sehr stark Timing. Das ist so. Im richtigen Moment loslassen vor allem und... ja. Und im richtigen Moment auch seinen Stock da ausfahren. Also hochhalten. Das meine ich damit. Nochmal neu, weil der Opa zu blöd dafür ist. Ne, Timing, das beansprucht vor allem Timing. Das ist echt ganz extrem, finde ich. Und ja, gleich mal eine Perfect Landing hier geschossen. Das hatten wir auch lange nicht mehr gefühlt. Oder es ist einfach Standard geworden, weil ich habe ja so ziemlich bei jedem eine Perfect Landing. So, diesmal ist das etwas besser. Ja. Und diesmal schaffe ich das auch dicke. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich jetzt nicht abschneide, weil jetzt habe ich 2 von 3 Äpfeln. Jetzt sieht alles relativ gut aus. Nein. Bleib weg. Bleib fern, Junge. Bleib fern. Oh. Wir haben das noch geschafft. Oh. Oh, wenn Apfel noch mir gehören würde, ne? Das wäre ja göttlich gewesen, aber... schade. 2 von 3 Äpfel. Jo, ist so, ne? Ist so. Immerhin besser als gar keine. Oder beziehungsweise nochmal abgeschmiert. Dann können wir jetzt auch ins nächste Level, weil... Wir wollen jetzt erstmal rutschi, futschi, flutschi... Flutsch, flutsch? Flutsch durch. Ja, wollen wir. To Infinity. Warte mal. Wir können noch mal hier... Nee. Ui heißt der. Ui. Ja, ist das jetzt Weave auf Französisch oder was? Da wären wir wieder beim Thema Französisch. Wer den letzten Part nicht geguckt hat, ich habe da über Französisch geredet. Oh, mein Gott, rasen wir hier durch. Du, das geht ja so schnell. To Infinity. Das Ding ist... Naja, das geht leider so schnell. Gar nicht Schnitt ändern. Das Ding ist, was ich mich gerade mal so jetzt gerade spontan gefragt habe, wenn ein Update rauskommt bei Apps, nehme ich das Let's Play wieder auf und spiele die restlichen Apps? Kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil ich das denn sehen muss. Nein, ich sehe das denn. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr Levels kommen. Ich vermute eher nicht. Aber jetzt so bei Cut the Rope oder so, wo manchmal noch ganze Level-Packs kommen, ja, das kann man natürlich machen, aber... Tja, das ist leider nicht gut gewesen. Sehe ich denn, ob ich es wieder aufnehme. Erst muss ich es mitkriegen, dass ein Update rauskommt, dann, ja gut, muss ich das lohnen und so weiter. Und, ja... Lol, wie weit fliegt denn der?
Ich komme mal wieder, schweife mal ab, so abgehackt jetzt, so muss ich denn sehen, ne? War gerade mal so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe auch immer, als ich mal den Walkthrough zu Momentum herausgebracht habe, meine einzigen Videos, die auch auf Englisch und Deutsch verwendbar sind, weil ich die Beschreibung und alles auf Englisch geschrieben habe, damit auch natürlich, damit es nicht nur auf Deutsch gefunden wird. Habe ich auch ständig bei jedem Update immer die App schnell noch wieder draufgeladen und geguckt, sind neue Levels dazugekommen, damit ich auch wieder den Walkthrough aktualisieren sozusagen kann. Und das ist natürlich auch immer bei Apps etwas anderes. Genauso wie bei App-Reviews. Ja, du reviewst deine App auf der Version 1.2 und nach 2 Jahren gibt es schon eine 3.46 Version. Und dann hast du natürlich verkackt, weil sich die total verändert hat, die App. Und dein App-Review im Grunde jetzt mit der Aktualität nichts mehr taugt. Genau, wenn ich mir irgendwelche Videos angucke und die total veraltet sind, ist das natürlich auch totaler Müll, weil das einem nicht hilft, weil sich diese App oder dieses Programm in der Zeit einfach ganz stark verändert hat und ich fahre hier mittendrin, obwohl ich alle 3 Äpfel hatte. Schade! Ihr wisst, was ich will und worauf ich nicht hinaus will. Das ist einfach bei Apps etwas anderes als bei PC-Spielen ist. Da ist das mit Aktualität vor allem etwas anderes, dass das immer wieder geupdatet wird. Aber deswegen schreibe ich bei jedem App-Review oder ab jetzt, ich weiß nicht, ob ich das bei den alten geschrieben habe, in die Beschreibung, Version der App auf Version, was laber ich, Review der App auf Version und dann, was weiß ich, 1.6 oder so. Na, was wisst ihr, dass ich das denn dazu schreibe, auf jeden Fall, fett in die Beschreibung als oben hin. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Dass man nicht sich irgendwie einen uralten Review da anguckt. Wie das auch die Gaming-Seite machen, die GameStar und so, die machen wieder ein jährliches so, wir gucken die mal auf das Spiel wieder drauf. Ja, was hat sich geändert und so mit den ganzen Updates, so zum Beispiel, was weiß ich, League of Legends oder so. Da kommen viele Patches, viele Updates raus und da kann man immer wieder, wenn man ein Review über das Spiel gemacht hat, immer wieder so einen kleinen Zwischenstand. Mann! Warum erwische ich das nie? Kleinen Zwischenstand Überprüfung machen sozusagen, damit man wieder auf dem neuesten Stand ist und das machen die natürlich auch dann regelmäßig. Aber bei den meisten PC-Spielen verändert sich da meistens wirklich gar nichts. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Prince of Persia, was soll sich denn da verändern? Das Spiel ist von 2008, wer kümmert sich denn noch bitte darum? Und das ist dann einfach so. Na, so ist das halt mit der Aktualität und so weiter. Man möchte ja auch immer auf dem neuesten Stand sein. Aber ich Let's Play auch alte Spiele und das bringt mir auch Spaß. Und ja, auch wenn es mir vielleicht, ich sag einfach mal, Views oder so kostet, also weil es nicht viele interessiert. Eine aktuelle App, so die voll rausgekommen ist, die auf Platz 1, die iTunes-Charts stürmt sozusagen. Und so ein Let's Play über diese App ist ja interessanter meistens als so eine App, die ich jetzt spiele. Aber das ist, ich will das spielen, was mir Spaß bringt, ja. Und das ist das Ding. Das ist natürlich das Ding. Aber wo man auf Aktualität doch relativ doll achten sollte. Und ich versuche das halbwegs zu berücksichtigen. Oder was habe ich gesagt? Keine Ahnung. So, dieser Sprung hat wohl genügt. Unglaublich, wie weit er war. Und so, perfekt. Und jetzt muss ich mich gleich konzentrieren, dass ich da richtig ranfliege. So, das ist ja noch kein Problem alles. Jetzt lande ich hier auf dem Boden. So, 2 von 3. Hep. Geil, so. Oh, im letzten Moment noch den Stock ausgedrückt, ey. Puh, Glück gehabt. Und geschafft. Jo, 3 von 3 Äpfel, super. Dann haben sich diese ganzen Versuche jetzt auch mal gelohnt. Zum Glück. What the hell? Ah, der Übergang in die neue Map. Ab geht's mit einem Space Shuttle hier zur nächsten Welt. Geil gemacht. Total witzig, finde ich. Nehme ich mal auch als Thumbnail. Sah ja geil aus, fand ich. Toll. Und ab geht's mit dem Space Shuttle ins nächste Reich sozusagen. Nee, noch nicht. Ich habe zwar schon den Weg frei, aber ich nehme hier diese kleine Abzweigung. Steel Mill. Und gehe sozusagen diese kleine Abzweigung, mache diese paar extra Level. Natürlich ist das natürlich ganz geil. Und Lava.
Ja, ist ja nicht schlimm, wenn man mit Lava übergossen wird. Das ist ja halt so schlimm. Das kann Opa Stanley ab. Das ist ein hart. Was macht er denn noch in so ein Salto da? Der Dieb. Und ja. Wäre natürlich jetzt ganz witzig, so ein kleiner Übergang sozusagen in die Weltraumwelt. Die Weltraumwelt, Alter. In diese nächste Welt sozusagen. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier, gehen diese kleinen Abzweigungen, denn wir wollen ja jedes Level zocken. Aber die sind meistens schwerer, ist mir so mal aufgefallen. Und das schaffe ich nicht. Nochmal neu. Dass er ihn immer einen Vorsprung lässt und dann ist er langsamer. Wie wäre es, wenn wir gleich schnell starten und der Typ vielleicht ein bisschen schneller ist? Nee, das wäre schwerer, glaube ich. Ist schon gut so. Ist alles gut so. Nehme ich zurück. Oh, das war geil. Das hat mir ordentlich Vorsprung gebracht. So, diesmal habe ich alles richtig gemacht. Das letzte Mal bin ich nicht irgendwie so abgesprungen. What the hell? Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Gut, hier bin ich richtig. Oh Gott, Ace, das ist auch sehr schnell und man weiß nicht. Man. Nein, 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 nein. Oh, geil. Bin noch drin. Oh, schade. Ein bisschen höher, dann hätte ich den eingesammelt, aber naja, ist auch nicht so wichtig. Doch, ist wichtig. Das Spiel, das Level werde ich zum Beispiel später wiederholen. Die andere Level nicht. Oh Mann, von vorne. Oh Mann, ey. Man weiß manchmal nicht, wo soll man jetzt hin. Ja, und sehr schnell und ich will jetzt ja nicht heulen, ne? Aber ist so. Will nicht heulen, aber ist so. Aber ist so ein Wort, so, aber ist so. Das ist so, deutet so null, also, sagt nichts, überhaupt nichts aus, warum ich das jetzt gemacht habe. Aber ist so. Ja, weil es einfach so ist, wenn einem nichts einfällt. Das hat man ja oft genug einen Grund oder so. Und vor allem, wenn man mit irgendjemandem mit einem Argument kommt und dann so sagt, gib ein Beispiel. Das kennt man, wenn man sich unter Freunden oder so streitet. Sag er, ja, aber du machst ja auch das und das. Ja, dann gib mir ein Beispiel. Und dann fällt dir nichts in dem Moment ein. Das ist so. Das ist ganz oft so, weil es gibt einfach viel zu viele Situationen. Du merkst ja nicht einfach die einzelnen. Wisst ihr? Einfach, es ist manchmal wirklich zum Haare. Wie heißt das Sprichwort? Ich will das nicht falsch sagen. Haare raufen? Haare zerreißen? Ich weiß nicht. Ich will auch nichts falsch sagen. Das sagte mein unser Erdkundelehrer. Lieber ein bisschen schlechter reden als möchte gern Fachwörter benutzen und dann sagst du anstatt liier, lidiert und naja, wenn dann sagst du, die beiden sind lidiert, dann sagst du das Falsche. Das heißt ja eigentlich liiert, also zusammen, ne? Und dann drückt er sich halt übelst cool aus. Ja, wir beide sind lidiert und dann heißt lidiert ja irgendwas mit Verletzung oder so, ne? Wenn ich jetzt richtig gerade bin. Ja, heißt es, glaube ich. Ja, und dann, ihr wisst, auf was ich hinaus will, ja, das ist einfach, dass wenn man total möchte gern geil ausdrückt, dass man dann einfach nur voll am Verkacken ist und einfach falsche Wörter in falschen Zusammenhängen benutzt und einfach totalen Bullshit labert. Mann, wie macht er denn das? Wenn nicht dauert. Ne, nicht zurück. Was willst du denn hier? Zurück zu Stil, ne? Bäh. So. Das war ein bisschen mongolisch gerade. Absolut mongolisch. Ja, komm. Den kriege ich auch noch eingeholt. Das ist NP vor EM. NP vor EM, Alter. No problem for El Mago. Oh, mein Gott. So. Oh, knapp. Aber das Timing hat dann doch noch relativ gestimmt. Und jetzt muss ich geil den Apfel einsammeln. Den habe ich eingesammelt. Und jetzt muss ich aufpassen. Was war hier nochmal? Warum bin ich hier gerade eben nochmal abgeschmiert? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ach, da genau. Hab ihn. Geil. So, ich musste in dem Moment natürlich mal meine Fresse halten, weil das ist einfach erfordert einfach auch eine Konzentration. Nein! Mann, ich habe den Stock ausgestreckt sogar. Oh Mann. Ich versuch's nochmal. Jetzt am Ende dieses
Part 10 des Part 10 des 10. Part versuche ich es jetzt noch einfach mal. Und dann nach diesem Versuch ist ja noch aus die Maus. Schluss. So, das sieht doch alles schon mal ganz richtig. Boah, geil. Alle Münzen eingesetzt. Ne, die eine habe ich ausgelassen, aber sonst sah das doch relativ korrekt aus. So. Ja gut, das ist jetzt erstmal egal. Ich fahre jetzt erstmal weiter. Der Versuch zählt noch sozusagen. Der ist noch der ist noch heiß. Wie im Fußball so, wenn noch Ball drin ist. Der ist noch heiß, der Ball. So, nehmen wir den zweiten auch noch mit. So, jetzt. Das ist schwer schon mal einmal. So, den hätte ich. Geschafft. So, jetzt muss ich... Ja, gut. War schade gerade eben, dass ich das nicht geschafft habe. War schade einfach, muss ich sagen. So, der Apfel gehört dann trotzdem hier. So, das schaffe ich denn doch. Jetzt sind alle drei Äpfel schon verteilt gewesen, sozusagen. Jetzt kann ich hier durch und genau Level cleared. Leider nur ein Apfel. Zwei Äpfel, hab so viel gedrückt und dann beende ich auch mal Part 10.